Harry sagt Hallo und guten Abend. So, und das ist jetzt das Ende vom Anfang. Wir waren heute zu Gast im Hotel Rio Palace Maspalomas heute Morgen und haben dann auch die ganze Hotelanlage besichtigt. Es gibt ein Interview, es gibt die Zimmer zu sehen, den Garten und alles, was eben so drumherum ist. Ein bisschen hinter die Kulissen geguckt. Und jetzt am Abend sind wir nochmal da und möchten uns das Ganze ja mit den Lichtverhältnissen noch mal ansehen. Also das ist der letzte Teil und die Begrüßung vom heutigen Tag, von heute Morgen. Und den letzten Teil mit der Überschrift Rio Palace Maspalomas bei Nacht könnt ihr euch dann später ansehen. Und jetzt erstmal das Video von heute Morgen. Klaus, die Conny und ich unterwegs, die Einladung hier im Hotel. So, und hier geht es zu den Zimmern. Und ich habe gerade eine ganz nette Begegnung gehabt mit den beiden Herrschaften hier vor mir. Hat mich sehr gefreut. Wir haben uns schon mal kennengelernt. Und das freut einen natürlich, wenn man auch angesprochen wird. So, und jetzt gehen wir rüber auf die andere Seite. Jetzt geht's hier zum Essen ins Kristall. Nein, nicht, dass wir noch hungrig sind. Wir haben schon gegessen. Und wir wollen auch die Menschen hier nicht stören, sondern nur mal ein paar Eindrücke bei Nacht am Abend vermitteln. Ja, und wenn ich irgendwann mal so abrupt unterbreche, dann hat das einen ganz einfachen Grund. Dann nehme ich Rücksicht auf die Gäste hier im Hotel. So, und vom Restaurant Kristall, da geht es direkt auch auf die Terrasse. So, und ja, ganz nett angesprochen worden hier auch vom Personal. Alle so freundlich, so nett, so hilfsbereit. Und hier gibt es Wein. Hier gibt es richtig guten Wein. Und vom Wein geht es zum Buffet, zum Essen. Und ich mache das jetzt mal hier so im Schnelldurchgang. Ja, alles, was das Herz begehrt. Ich werde mir das jetzt ersparen, das im Einzelnen alles zu berichten, zu kommentieren. Aber hier ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. So, und ich weiß, ich würde hier satt werden an der Salattheke. Das würde mir reichen. Also es sieht alles sehr, sehr lecker aus und ich glaube, nein, ich weiß, ich würde hier so und so zu viel essen.
Da wüsste ich, was ich essen würde. Papas Arrugadas von Mocho. Ja, es sieht alles wirklich sehr, sehr lecker aus. Appetitlich aufbereitet. Hola. Hola. Pimentos de Patrones. Und hier geht es in die asiatische Abteilung. So, und das war jetzt der Glockenschlag zum Rausgehen, sonst wäre ich doch noch in Versuchung geraten hier. Jetzt geht's auf die Terrasse. Nicht zusammen, weil ich das sonst. So, und jetzt wieder im Garten. Heute Mittag hatten wir ja schon mal das Vergnügen. Das ist doch jetzt ziemlich dunkel hier. Und wir machen jetzt ganz einfach wieder kehrt, andere Richtung über die Rezeption ins Hotel. So, und hier haben wir also das Gourmet-Restaurant Kristall. Und hier geht es mit Anmeldung. Und ich glaube, es ist für jeden auch hier etwas dabei. So, und jetzt geht's auf die offene Terrasse, und wenn ich dann da ja Musik höre, dann werde ich dieses Video ganz einfach ohne Ton senden und mache eine Musik dazu, dann ist aber auch kein Kommentar von mir dann mit dabei. So, ich versuche es einfach mal, indem ich ein bisschen lauter spreche, wie hier die Musik spielt, aber wir machen dann doch erstmal den Gang hier durch den Garten. Über die Terrasse hier, und zwar geht es jetzt wieder direkt am Pool vorbei und hier runter Richtung Strand, Richtung Dünen. Wir hatten ja heute noch nicht viel Möglichkeiten, auch den Pool aufzunehmen, und das möchte ich jetzt ja nachholen. So, der Pool wunderschön beleuchtet. Ja, eigentlich verführerisch da jetzt mal hineinzugehen. Nein, das machen wir nicht, und vor allen Dingen, das ist auch gar nicht erlaubt und gar nicht gewünscht, denn auch der braucht seine Ruhezeit, und da kann man dann ganz einfach auch drauf verzichten. So, und ich sage euch, das sieht bei Nacht genauso schön aus wie bei Tag. Und jetzt gehen wir mal hier ins El Oasis noch mal hoch. Die Lichtverhältnisse sind jetzt dementsprechend ein bisschen spärlich, aber ich glaube, es reicht aus, dass ihr euch da ein Bild davon machen könnt. Auch hier von der schönen Bar hier. Die Bar direkt am Weg, am Durchgang zu den Dünen geht. Und ja, die wunderschöne Terrasse mit dem Blick hier auf die Dünen. Und wir werden jetzt aber nicht viel sehen. Ich muss mal schauen, ob ich mich da durchschlingeln kann. So, hier der Eingang vom El Oasis. Spanisches Spezialitätenrestaurant. Das ist mittags geöffnet.
aber nicht am Abend. So, und hier nochmal der Blick die andere Seite. Ja, die Menschen suchen doch die Unterhaltung. Da vorne ist richtig was los. Und hier ist dann eher für die ruhige Fraktion. So, und hier der Blick von hinten auf, über den Pool auf die Bühne. So, und das ist jetzt auch Rundgang Ende. Mal sehen, vielleicht gibt es noch was Interessantes zu berichten. So, und hier machen sie gerade eine kleine Pause, ein Break, und das möchte ich nutzen, um mich zu verabschieden. Wir gehen jetzt wieder hier zurück. Ich sage recht herzlichen Dank für die Einladung. Wir waren gerne hier und ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen gefallen und die Entscheidung vielleicht ein bisschen leichter gemacht. Dieses Hotel ist wunderschön, es hat Ambiente, es hat Flair, Ambiente, und es ist kein Partyhotel. Nein, man kann hier doch eher die Ruhe suchen und genießen. Und ja, vielleicht ist ja ein anderes Rio Hotel das Richtige für euch. Wir bleiben dran, wir bleiben am Ball und berichten auch weiter. Ansonsten sage ich jetzt guten Abend, gute Nacht, bis zum nächsten Mal und freuen uns schon auf die nächste Einladung. Vielleicht im Rio Oasis Maspalomas. Hasta luego.